Moin moin, guten Tag und hallole zu Folge Nummer 1 der 13 Dinge Küste, zweiter Anlauf oder so ähnlich. Ich bin euer Hamsterblau oder auch Florian, wie ihr es nennen wollt. Und nachdem alles halt eben so ein bisschen chaotisch war und ich jetzt alles wieder ein bisschen aufgeräumt habe, können wir jetzt dann mit der 13-Dinge-Kiste durchstarten. Also, nochmal. ja, also für diejenigen unter euch, die es halt eben nicht mitbekommen haben, die alten Speicherstände waren halt eben komplett kaputt gegangen und ja, auch unrettbar, auch mit Hilfe von Minecraft-wissenden Leuten hatte ich das halt eben leider nicht geschafft und deswegen gibt es jetzt eine neue Folge Nummer 1. Ich denke, ich habe halt eben auch die Mods halt eben alle passend hochgeladen. Also hier bei der 13-Dinge-Kiste war es ja nur diese Overlay-Light-Sache, um halt eben sehen zu können, wie es halt eben gut ausgeleuchtet ist und halt eben diese Wegsteine. Mehr war es ja hier nicht. Und ja, dann würde ich mal sagen, starten wir halt eben durch. Testi habt ihr ja schon kennengelernt und hier Neue Welt, das war ein zufälligen Seed, der richtig klasse ist. Da ist eine sehr tolle Halbinsel und ein Schiffswrack ist an der Seite und hat eine Schatzkarte. In der Nähe ist ein Sumpf mit Hexenhütte, es sind hohe Berge in der Nähe, also das sieht richtig klasse aus, aber darf ich ja nicht verwenden, sondern eine neue Welt erstellen. Die nennen wir dann auch 13 Dinge Kiste. Eigentlich 13 Dinge Kiste 2.0. Ja, gut, okay. Ich glaube, ganz so penibel müssen wir jetzt halt eben nicht sein, nehme ich mal an, oder? Hallo? Wieso bist du markiert? So. Schwierigkeit normal, Überleben, Cheats müssen wir anmachen, weil ansonsten können wir unsere 13 Dinge ja nicht zusammenpacken. Und ansonsten bleibt ja alles im Endeffekt beim Alten, wie er halt eben sonst auch ist. Ja, hier machen wir im Endeffekt halt eben nichts. Und dann starten wir mal und schauen wir mal ganz gespannt mit Trommelwirbel, wo wir denn halt eben landen. Ihr habt es mit Sicherheit halt eben mitbekommen. Ich laber jetzt einfach mal zwischendurch, bis geladen ist, dass es ein paar kleine Neuerungen gab. Das Intro zum Beispiel. Und halt eben auch einen Upload-Plan. Aber darauf kommen wir halt eben gleich zu sprechen, denn ja, wir sind hier mitten in einem Eichen- und Birkenwald. Aber wir sollten jetzt mal uns erstmal ums Wesentliche kümmern. Und das ist die 13 Dinge in die Kiste packen. So, war glaube unter Verschiedenes die Schalker. Nein, unter Dekoration. Florian, wann lernst du es? So, haben wir hier unsere Schalkerbox. Und weg mit dir. Und ja, ich habe euch ja auch nach ja, Vorschlägen gefragt, was wir dann halt eben so alles irgendwie einpacken sollten, könnten und so weiter. Und ich habe halt eben nur einen expliziten Vorschlag halt eben direkt bekommen, wo es dann halt eben hieß, wie wäre es, wenn du halt eben keine Dia-Rüste mitnimmst, weil die verlierst du sowieso innerhalb der ersten paar Folgen. Ja, wer das jetzt halt eben genauer verfolgen möchte, kann gerne die erste Generation von der 13-Dinge-Kiste mal angucken. Ja, ich habe das nicht wirklich so lange behalten, aber naja. Und deswegen kam dann halt eben der Vorschlag, also von Miss Randia kam halt eben der Vorschlag, also ich würde eine Dia-Spitzhacke, ein Dia-Schwert, eine Elytra, ein Zaubertisch, eine Karotte, einen Eimer und 6 weitere Dinge dann halt eben mitnehmen. Ein Leuchtfeuer wäre vielleicht ein bisschen zu krass. Ja,
Also der Meinung bin ich jetzt halt eben auch. Ich hatte halt eben am Anfang halt eben auch mir gedacht, naja, eine Elytra wäre halt eben vielleicht auch ein bisschen zu krass, aber wenn das halt eben von euch vorgeschlagen wird und das halt eben nicht als zu krass gilt, dann hätte ich das jetzt dann halt eben einfach eingepackt und würde jetzt halt eben auch wirklich dann die schöne Dia-Rüstung, heul, 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 einfach halt eben da lassen. So, genug rumgemimimiet. Packen wir mal ein Dia-Schwert, eine Dia-Hacke ein. Was war noch? Eine Leiter. Die war, glaube ich, unter Verschiedenes. Nein, Beförderung. Beförderung ist doch klar. Elytren. Ja, gut, okay. Elytren. Und schon den ersten Erfolg. Juhu. Was stand da noch drin? Ein Eimer, eine Karotte und ein Zaubertisch. Also, Zaubertisch war, glaube ich, hier. Genau. Eine Karotte war unter Nahrungsmittel. Und ein Eimer war bei den Eimern, nehme ich mal ganz stark an. Genau, dann haben wir die ersten sechs Sachen halt eben schon zusammen. Ich würde halt eben sehr gerne, dass wir halt eben wieder ein künstliches Dorf dann halt eben aufbauen können, gerne zwei Dorfbewohner mitnehmen. Es macht es halt eben doch ein bisschen leichter. Anstatt dann jetzt halt eben irgendwelche Dorfbewohner irgendwo zu entführen. Dann, ich hatte mir dann halt eben auch noch so ein paar kleine Hinweise halt eben gemacht, aber ich habe sie wohl irgendwo verschusselt. Ich wollte nämlich halt eben auch noch ein, nehmen wir mal ein, was, ein Bett mitnehmen. Oh, Mist, jetzt habe ich es halt eben total vergessen, was ich sonst noch halt eben mitnehmen wollte. Zuckerrohr, Seetang, Bambus. Das könnte man ja eigentlich halt eben unterwegs halt eben finden. Halt eben der Bambus ist vielleicht ein bisschen schwieriger. Nehmen wir mal einen Bambus halt eben mit, dass wir dann halt eben auch Gerüste bauen können, wenn wir dann genug Bambus haben. Ich hatte. Oh. Das ist halt eben das Problem. Hat du Kopf wie Sieb, musst du notieren, ne? So ungefähr war es doch. Ach Leute, ich glaube, jetzt muss ich mal kurz spicken. Ich nehme euch jetzt einfach mal kurz in die Testi-Welt halt eben mal mit rein, weil da habe ich halt eben so eine Box halt eben zusammengestellt, wo ich mal halt eben gedacht habe, ja, das könnte jetzt halt eben passen. Na komm, speicher schneller die Welt. Wir haben auch noch Besseres zu tun. Testi. So. Ja, weil in Testi hatte ich halt eben auch mit der Elytra ein paar Rundflüge gemacht, um das mal zu üben. So, da hatten wir noch, als die Elytra fehlt, bei der hatte ich ja gerade an. Kartoffel, Kürbiskerne, Zuckerrohr und eine Glocke. Ja gut, okay, ich habe ja gerade gesagt, den Zuckerrohr könnte man halt eben vielleicht halt eben unterwegs finden. Aber ich würde dann halt eben vielleicht dann halt eben sagen, behalt mal den Bambus. Nimm Bett, Kürbiskerne und Glocke auf jeden Fall vielleicht noch mit. Dann dürfte das von der Menge her halt eben, glaube ich, auch passen. Ne? Hier seht ihr Vorschlag von Mislandia. Ich habe ja noch ein paar andere Vorschläge zusammengestellt, aber naja, ich fand die jetzt ehrlich gesagt nicht ganz so prickelnd irgendwie. Aber naja, gut, okay. Und zurück. So, springen wir hier einfach in was anderes halt eben rein während der 13-Dinge-Kiste. Also, das gab es bisher auch noch nie. So, dann, jetzt muss ich mich halt eben nur noch feste dran erinnern, was ich hier eigentlich wollte. Genau, das waren die Kürbissaaten. Einmal Kürbiskerne, genau. Och, kann das jetzt halt eben sein, dass ich es jetzt tatsächlich wieder vergessen habe? Oh, ich äumel. Zuckerrohr, Bett. Bett. In Blau, bitteschön.
So, jetzt sind wir bei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dann waren es noch zwei Dinge und naja, gut, okay. Könnte man halt eben vielleicht doch dann Kartoffel und Zuckerrohr halt eben mitnehmen, weil, oh Mensch, ich habe wirklich einen Kopf wie ein Sieb, oder? Was war jetzt halt eben noch das letzte da ganz nebendran? Das war doch, ach, eine Glocke, jetzt. Oh, ich dubbel, ja. Genau, die Glocke hatte ich nämlich dazu gepackt, weil ich mir gedacht habe, naja, da müssen wir nicht ein Dorf halt eben irgendwie aufsuchen. Und das dann halt eben irgendwie der Glocke halt eben berauben, sondern können halt eben wirklich unser eigenes Dorf halt eben, ja, komplett neu gründen mit eigener Glocke und so weiter, ne? Genau, so. Jetzt sind wir ja bei 12 Sachen. Genau, dann können wir jetzt noch eine Sache mitnehmen. Kartoffel oder Zuckerrohr? Zuckerrohr oder Kartoffel? Nehmen wir vielleicht doch lieber den Zuckerrohr mit. Oder soll man einen Braustand mitnehmen? Aber nee, wir haben ja dann kein Brennmaterial. Das wäre dann blöd. Ja, gut, okay. Nehmen wir doch halt eben vielleicht den Zuckerrohr mit. Wenn ich den jetzt hier nochmal so schnell finde. Genau. Und dann kommen wir ja auch auf die 13 Sachen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Genau. Es gab ja auch noch dann halt eben den, oh, sagen wir mal, Hinweis, dass halt eben die 13-Dinge-Kiste eigentlich nur mit 12 Sachen befüllt sein sollten. Weil, ja, die Kiste selber ist ja halt eben auch ein Item. Ja, kann ich verstehen, diesen Gedanken, aber ich sag ja 13 Dinge Kiste, weil 13 Dinge in dieser Kiste halt eben drin sind, ne? Das, deswegen hätte ich es jetzt halt eben einfach mal so belassen. Ich hoffe, du kannst mir verzeihen, Mr. Randia. So, ich wollte mir noch die Rezepte halt eben alle anzeigen lassen. Und Hamsterblau und ein Sternchen, weil dann werden alle Rezepte freigeschalten und wir müssen halt eben nur noch die Rohstoffe zusammensuchen. Ganz genau wie auch beim ersten Mal. So, Game Mode, Survival, Enter und da sind wir. Dann können wir die Kiste jetzt mitnehmen. Wunderbar. Perfekt, dann starten wir mal ins Abenteuer. So, wir sollten vielleicht mal zuerst Holz mitnehmen. Und dann nehmen wir gleich mal hier diesen Baum hier mit. So, während ich hier ein bisschen Holz zusammensammle, können wir mal zu dem neuen Upload-Plan kommen. Denn ich hatte ja vorher immer die Regelung gehabt, beziehungsweise den Rhythmus gehabt, dass ich alle 2 Tage ein neues Minecraft-Video dann halt eben bringe. Und ja, so im Endeffekt diesen 2-Tages-Rhythmus halt eben einfach beibehalte und dann, ja, je nachdem wie halt eben die Woche verläuft, ist es dann halt eben, kommt es am Montag raus oder Dienstag oder was auch immer. Man muss halt eben einfach immer nur in den Kalender schauen, alle 2 Tage. Das war vielleicht halt eben auch für den einen oder anderen etwas verwirrend. Für mich war es relativ easy, weil ich mir dann halt eben gedacht habe, gut, okay, gestern kam ein Video raus. Ja, dann wird heute keines rauskommen, kommt das nächste halt eben morgen raus. Also im Endeffekt ganz einfache Schemata und Denkweisen. Oh, da hinten hätte es Berge. Sollen wir da mal hinlaufen? Weil Fliegen bringt ja nichts, wir sind ja hier viel zu flach. Aber wir könnten ja dann halt eben ein Stückchen mal da hinlaufen und mal schauen, wie es dort ist. Obwohl ich ja ehrlich gesagt
die Hoffnung habe, dass wir diesmal vielleicht doch eher eine Halbinsel dann halt eben finden. Irgendwelche Körner gibt es jetzt gerade immer noch nicht. Lava. Achso, ich sollte vielleicht halt eben auch mal aus dem Holz Bretter machen. Aus den Brettern eine Werkbank. Genau. Und dann werfen wir mal das Bett dahin und legen uns schnell schlafen, bevor irgendwelche Kreaturen der Nacht auftauchen. Und Bett wieder mitnehmen. So. Wir bräuchten ja theoretisch halt eben Stöcke und so weiter von der Axt, aber nee. Ich hätte jetzt gesagt, wir gehen jetzt wirklich erstmal zu diesen Bergen und schauen mal, wie es da eben aussieht. Was ist die Richtung oder die? Oder sind da zwei Bergbiome? Nö. Passt so ungefähr. Okay, das ist, glaube ich, ein bisschen zu hoch. Zum Thema Uploadplan. Ich lasse mich immer noch zu leicht ablenken. Böser Florian. Jetzt würde ich gerne halt eben ein bisschen mehr Struktur halt eben reinbringen. Ich weiß, ihr dürft mich für verrückt erklären. Aber ist halt so. Auch ich versuche manchmal den Weg des Erwachsenseins zu gehen. Haha. Mit halt eben ein bisschen mehr Struktur, dass ich dann halt eben sage, es gibt halt eben vier feste Tage, an denen Minecraft-Videos dann halt eben rauskommen. Und zwar Montag, Mittwoch, Donnerstag und Samstag hätte ich halt eben gesagt, damit dann halt eben Montag und Donnerstag eine Folge der Tempelstadt dann halt eben rauskommt und am Mittwoch bzw. Samstag die 13 Dinge Kiste. Und wenn es mich nicht alles täuscht, haben wir heute Mittwoch. Also ist zumindest so von mir geplant, dass ich die Folge dann halt eben jetzt für den Mittwoch dann halt eben hochlade. Oh, da haben wir Zuckerrohr. Sehr schön. Also wir haben dann immer noch die Grundstruktur, dass wir es halt eben abwechselnd haben mit Tempelstadt und 13 Dinge Kiste. Und auch so ungefähr den Wochenrhythmus, klar. Zwei-Tages-Rhythmus. Wir halt eben vorher auch, ist halt eben schwierig, halt eben mit festen Wochentagen einen Zwei-Tages-Rhythmus hinzukriegen. Deswegen halt eben auch dieser, in Anführungszeichen, kleine Stolperstein mit Mittwoch und Donnerstag kommen halt eben direkt hintereinander halt eben Videos halt eben raus. So, schauen wir mal. Also, ja, ne. Typische Bergregion halt irgendwie. Ich würde halt eben lieber mal ein bisschen mehr darüber gehen. Weil wir brauchen ja dann halt eben auch ein bisschen Höhe, wenn wir dann mit der Elytra dann halt eben fliegen wollen. Also ich habe das halt eben, wie gesagt, ein bisschen versucht zu üben. Mal schauen, wie gut wir das dann halt eben hinkriegen. So, Lava, Wasser, ein Bergplateau oder Bergtal. Gehen wir mal da weiter in die Höhe, hätte ich halt eben mal noch gesagt. Ach ja, ich sollte vielleicht auch mal noch drei Bruchstein mal so ein bisschen einsammeln oder allgemein Bruchstein. Dass wir dann halt eben auch noch Spitzhacke und Ofen dann halt eben bauen können. Vielleicht passiert das ja eh gleich fast automatisch. Okay, ich glaube, ich hätte doch eher eine Holzhacke machen sollen. Och, nee. Böse Pfote. Warum gehst du einfach weg von der Maus? So. Okay, ich brauche auf jeden Fall dringend eine Holzhacke. Dann machen wir das jetzt mal schnell.
Zack und zack und Stöckchen und halt, wir brauchen noch mal 3 Holzdinger. So und so und ich bin doof. Warum mache ich das? Hab doch eine Dia-Hacke, ich Idiot. Ja, gut. Ja. Wozu trage ich noch mal eine Brille? Ich glaube, einfach nur so zur Dekoration, oder? Naja, gut, okay. Wir brauchen ein paar Bruchsteine. Also 8 für den Ofen. Und ach, nehmen wir einfach hier so ein bisschen halt eben was mit. Das dürfte dann halt eben schon theoretisch ausreichen. So, versuchen wir mal hier mal ganz nach oben zu kommen. Und dann haben wir sicherlich einen sehr guten Blick über... Wow! Ein Eisbiom. Das ist... Wow! Ich hoffe, ich habe jetzt nicht das Mikro übersteuert oder euch dann gerade einen Herzinfarkt verpasst oder was auch immer. Wow, also ich bin sprachlos. Gut, ich würde sagen, hier irgendwo bauen wir unsere Base. Also wo wollen wir hin? In den Wald, auf den Berg oder ins Tal? Punkt. Mehr gibt's nicht. Nee, also das, wow, das ist echt... Echt super klasse. Also dann probieren wir jetzt mal meine Skills als Flieger. Oh je, das kann ja was werden. Weil ich würde dann gerne versuchen, darüber zu fliegen. Schauen wir mal zuerst noch darunter. Also da ist dann noch Rosenbüsche. Aber ja, gut, okay. Da hinten, das sehen nach Akazienbäume aus. Da haben wir dann so eine Savanne. Drüben leuchtet es, glaube ich, ein bisschen. Könnte Korallenriff sein oder so. Hm. Also, das mit dem Eisbiom hier schon fast vor der Tür. Also, je nachdem, wo wir unsere Tür hinbauen. Ist auf jeden Fall was Cooles. Wobei, es könnte halt eben auch, glaube ich, toll aussehen, wenn wir irgendwie hier so diesen Flecken Erde irgendwie unser nennen. Das wird dann... Ja, wir haben da keine richtige Halbinsel oder so, aber wir können es vielleicht halt eben alles irgendwie so da unsere Basis irgendwie aufbauen. Das wäre doch vielleicht halt eben auch was. Also schreibt es mir gerne in die Kommentare halt eben rein, was ihr euch da jetzt halt eben eher vorstellen könnt. Aber ich würde jetzt trotzdem mal noch kurz versuchen, Leiter habe ich an, gut. Da mal irgendwie rüber zu kommen. So. Oh ja, es funktioniert. Haha, ich kann fliegen. Oder schweben. Es fehlen theoretisch halt eben nur noch die Raketen, denen wir uns dann immer wieder hochfeuern können. Also da ist das Eis. Wunderbar, dann landen wir hier vorsichtig. Tada. Cool. Der erste Flug. So, ne? Also, das sieht doch gar nicht schlecht aus. Dass wir da dann halt eben so viel Eis haben und... Boah, krass. Da hinten ist auch nochmal Eis. Weil ich glaube jetzt nicht, dass das zusammenhängendes Biom ist. Das wäre ein bisschen kurios. Ja, ich hätte jetzt wirklich kurios halt eben dazu gesagt. Wieso schwimme ich eigentlich? Könnt ja auch hier uns ein Bötchen bauen. Und die 4 Stück reichen nicht. Brauchen wir noch eins. So, wir brauchen 5 Stück. Dann haben wir ein Bötchen. Schmeißen das ins Wasser. Bauen das hier ab und nehmen es mit. Bist du drin? Ja, gut. So, also da haben wir Eisbiom Nummer 1 und da hinten wohl Eisbiom Nummer 2. Haben wir hier auch nochmal eine Eisscholle? Cool. Nochmal so eine Eisscholle mittendrin.
Aber das sind wirklich zwei unterschiedliche, also zwei, zwei Eisbiome so nah beieinander. Oder es geht halt eben irgendwo da hinten drumrum. Das könnte vielleicht halt eben auch sein, aber wow, das ist echt cool. Komm, mitnehmen. So. Also, das ist sehr, sehr klasse. Ich bin begeistert. Und hier haben wir halt eben auch irgendwie einen Erdstreifen halt eben mittendrin. Also ich weiß jetzt halt eben nicht, ob das jetzt wirklich so drumherum geht. Könnte vielleicht sein. Aber ja, wissen wir halt eben nicht. Aber wir könnten halt eben vielleicht auch, Moment mal, wie viel? 15, naja gut, okay, mit 15 kommen wir jetzt halt eben nicht so hoch, aber ein bisschen was, dass wir ein bisschen mehr Überblick haben. Ne, komm, so, also, naja gut, okay, ich habe vorhin gesagt, wie wäre es mit einer Halbinsel und hier haben wir eine Halbinsel in diesem Sinne. Das wäre doch halt eben auch was Schönes. Und da haben wir halt eben Wald mit Kürbissen, wenn ich es richtig sehe. Und naja, es sieht nicht danach aus, dass halt eben das, die zwei Eisbiome irgendwie miteinander verbunden wären. Also von dem her sind es wirklich zwei unterschiedliche. Also das finde ich richtig klasse. Und da hier hinten ist ein Sumpf. Wow, also da haben wir jetzt wirklich die unterschiedlichsten Biome halt eben zusammen. Und ich würde jetzt dann halt eben einfach mal, so wie die Nacht jetzt gerade hier einfach durchstartet, einfach mal sagen, Leute, schreibt es mir bitte in die Kommentare halt eben rein, wo sollen wir unsere Basis dann halt eben bauen. Also ich hätte jetzt im Endeffekt vorgeschlagen, direkt hier auf dieser Halbinsel, wobei das wird glaube ein bisschen klein und schmal, nehme ich mal an, für alles, was wir wollen. Hallo Mr. Zombie. Ja, da müssen wir aufpassen. Ja, oder wir packen es halt eben wirklich mehr halt eben da auf diesen Bereich halt eben drauf, aber ich würde halt eben schon gerne hier in der Nähe dann halt eben siedeln. Oh, da haben wir Schildkröten. Das ist ja auch sehr toll. Okay, ich bin begeistert von dieser Map. Ich glaube, man merkt es ein bisschen. Ja, also schreibt mal einfach in die Kommentare, was ihr dann halt eben vorschlagen würdet, wo man dann halt eben unsere Basis dann halt eben aufbauen sollen, möchten, dürfen, tun. Ist halt eben dann was anderes, also jetzt nicht mitten in den Bergen und dann halt eben oben auf die Berge halt eben was draufgesetzt, sondern halt eben wirklich auf Meereshöhe. Aber da können wir ja auch schöne, hohe, imposante Gebäude dann halt eben bauen, wenn wir dann halt eben wollen und brauchen, ne? Also von dem her, Sand haben wir ja hier auch einiges, da müssen wir nicht extra in die Wüste gehen. Also von dem her, das sieht dann echt schon sehr gut aus. Dann mit diesem Blick auf unser vielleicht zukünftiges Basisgelände. Okay, das sind Skelette. Ich glaube, ich packe mich lieber noch ein bisschen höher aus Sicherheitsgründen. Und warte dann halt eben hier einfach die Nacht ab. Dann verschwinden die hoffentlich auch wieder schnell. Ja, auf die Gefallen, dass ich mich wiederhole. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Und ciao, ciao.